dritter Mythos: Der Verzehr von Kohlenhydrate macht dick. Kohlenhydrate, ja oder nein? In der letzten Folge hatten wir festgestellt, dass fetthaltige Lebensmittel nicht zur Gewichtszunahme führen, nur weil Fett enthalten ist. Sind also Kohlenhydrate die Hauptursache für unerwünschte Gewichtszunahme? Nein. Der Schlüssel liegt in der Gesamtkalorienaufnahme insgesamt am Tag. Jede Ernährung im Übermaß führt dazu, dass Ihr Körper Fett ansetzt. Aber, es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate, die für die Gesundheit förderlich oder schädlich sind. Welche Arten von Kohlenhydraten sollten Sie also einschränken? In industriell verarbeiteten Lebensmitteln enthaltene Kohlenhydrate wie Zucker und Getreide gehören zu den schlechten, da sie leere Kalorien enthalten. Dieses Schlagwort bezeichnet Lebensmittel wie Haushaltszucker und weißes Mehl, die viele Kalorien liefern, aber wenige wichtige Nährstoffe. Welche Kohlenhydrate sollte ich essen? Die guten Kohlenhydrate stecken in Obst und Gemüse. Hier sind auch wertvolle Nährstoffe für den Körper enthalten. Ernährungsexperten empfehlen einen bestimmten Anteil von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß in der täglichen Ernährung. Die Einhaltung dieser Zusammensetzung unterstützt die Gewichtsabnahme auf eine gesunde und nachhaltige Art. Gleich in welcher Zusammensetzung für jede Ernährung gilt. Nimmt man mehr Kalorien zu sich, als man verbrennen kann, führt dies zur Gewichtszunahme. Wenn Sie mehrmals die Woche im Fitnessstudio trainieren oder intensiv Ausdauersport betreiben, ist eine hohe Kohlenhydratzufuhr durchaus empfehlenswert. Bei Menschen, die regelmäßig trainieren, befindet sich der Körper im Zustand der zyklischen Entleerung und Auffüllung der Glykogenspeicher. Der Glykogenspeicher bezeichnet die in Form von Glykogen gespeicherten Kohlenhydrate in den Zellen verschiedener Organe. Hier sollten stärkehaltige Kohlenhydrate die Hauptquelle der Energiezufuhr sein. Stärkereiche Lebensmittel sind zum Beispiel Getreide und Kartoffeln. Natürlich kann Gewichtszunahme durch Muskulaturaufbau auch gewünscht und bis zu einem gewissen Grad gesundheitsfördernd sein. Die beste Vorgehensweise: Essen Sie entsprechend Ihres eigenen Aktivitätsniveaus. Oder einfach ausgedrückt, essen Sie nicht einfach nach Belieben. Kleine Ausnahmen sind manchmal erlaubt.